Russland will keinen Schrott auf Rädern mehr. Die russische Staatsduma hat dem russischen Transportministerium und dem Ministerium für Industrie und Handel vorgeschlagen, Altfahrzeuge zu verbieten. Bisher gibt es hierzu nur Überlegungen. Vorgeschlagen wurde, diese in Gesetzesform zu gießen. In den bisher bekannt gewordenen Überlegungen sind keine Altersangaben gemacht worden, was die Initiatoren unter Altfahrzeug verstanden wissen wollen. Und es wurden auch noch keine Vorstellungen zu möglichen Strafen geäußert, die bei Verletzung der Altersbegrenzung zu bezahlen sind. Die Herausnahme von Altfahrzeugen aus dem Straßenverkehr soll stimuliert werden, sodass es den Besitzern von Altfahrzeugen leichter fällt, einen Neuwagen zu erwerben. Insbesondere geht es wohl um die Unterstützung des Kaufs von ökologischen Fahrzeugen. Der Direktor der Agentur Aftostat vertrat die Ansicht, dass man derartige gesetzliche Regelungen nur für kommerzielle Fahrzeuge aufstellen kann. Privatbesitzer von Altfahrzeugen können davon nicht betroffen sein, so seine Meinung. Neben dem Alter des Fahrzeuges sollte der Gesetzgeber aber auch berücksichtigen, welche Anzahl von Kilometern ein Fahrzeug gefahren ist. Nach Angaben der russischen Verkehrspolizei sind in Russland insgesamt 60,6 Millionen Fahrzeuge registriert. Fast ein Drittel davon ist älter als 15 Jahre. Ein Fünftel ist älter als 10 Jahre.